Wer Perfektion will, darf keine Kompromisse machen. Mit dieser Haltung zieht Züchter Karl-Heinz Wolf Kühe, Schweine, Lämmer am österreichischen Attersee artgerecht auf. Auch seine Hühner haben's gut. Tja, ich werde versuchen, die jetzt auf die andere Weide zu treiben, ja? Aber die halten natürlich sowieso nicht still, die blöden Viecher. Guck mal. Das sind keine normalen Hühner. Die sind so wild halt. Ne? Da kannst du nicht sagen, komm, putz. Die sind eine alte, wilde Rasse. Das sind also Sulmtaler mit so einem Krönchen auf dem Kopf. Die waren bis in den 60er Jahren, war das sogar, wurden die bis nach Paris exportiert. Das ist eine Delikatesse. Das ist eines der schönsten Fleischhühner. Und wir haben die über Jahre immer wieder ein bisschen regeneriert, also immer wieder neue Hähne eingekreuzt, weil die hatten dadurch, dass die Rasse nicht gepflegt wurde, hatten die auf einmal gar kein Brustfleisch mehr. Und mittlerweile sind die sehr schön. Die legen so kaffeebraune Eier, etwas kleiner, aber wahnsinnig lecker. Ne? Und dann haben die natürlich hier das Paradies mit den... Ne? Aber das Problem ist, dass sie sich immer verstecken. Der Hahn, der ist jetzt hier im Busch drin. Komm, Egon, wo bist du? Komm. Hopp. Hopp, 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 komm. Hopp, 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 hopp. So, super. Jetzt haben wir sie. Die Eier, die sind etwas kleiner, haben so eine Milchkaffeefarbe und sind wahnsinnig lecker einfach. Ganz, haben einen relativ hohen Dotteranteil. Aber ich meine, ein Ei ist immer nur so gut wie das, was das Huhn zu fressen bekommt. Ne? Und was bekommen die zu fressen? Gar nichts. Nur was die sich suchen. Und dann im Herbst kriegen sie dann Magertopfen noch. Also Quark, Magerquark und Magermilch. Von diesem Leben kann ein Huhn in der Legebatterie nur träumen. Die geht's richtig saugut, wie sich das gehört. Die haben einen guten Ausblick, können sich immer schön verstecken, haben Schatten, können in den Stall gehen, wenn sie wollen. Und wenn sie nicht wollen, sitzen sie oft da in diesem Baum, sitzen sie oft. Die baumen oft auf und gehen gar nicht in den Stall abends, sondern sitzen sie im Baum drin. Machen die auch wie Wildvögel eigentlich. Ne? Nicht jeder erhält die Eier von den glücklichen Hühnern. Sie müssen zugeteilt werden. Die Warteliste ist lang, obwohl ein Ei 1 Euro kostet. Ich liebe meine Hühner. Und die werden vor allen Dingen, die Nachzucht machen wir immer mit Glucke. Also da sitzt jetzt eine Glucke, die hat 12 Eier. Und da werden jetzt die nächsten Tage werden die ersten Jungen schlüpfen. Die sind halt sehr nervös, weil die sind noch so ein bisschen wild, die Tiere. Guck mal, wie schön. Ist das nicht schön? Mein Gott.